Hallo und ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Kapitel der Don Quixote Geschichte. Und hier befinden wir uns natürlich in meinem Farmhaus hier in Castilla-La Mancha. Es ist jetzt erst gerade mal 11 Uhr morgens. Wir haben einiges vor und zwar schauen wir uns gleich mal an. In den letzten Kapiteln haben wir das Feld 10, haben wir abgeerntet, haben das Stroh geholt. Jetzt müssen wir Kalk ausbringen, damit wir einen guten pH-Wert erreichen können hier auf diesem Feld hier. Danach wird es gemulcht und gegrubbert und idealerweise in einem Arbeitsdurchgang. Und dann gucken wir dann weiter, wie weit wir sind, ob wir dann gleich schon wieder ansehen werden und oder wir warten werden müssen. Und zwar habe ich vor, hier Gerste auszubringen. Das ist auf jeden Fall das, was hier geplant ist. Da müssten wir wahrscheinlich dann warten. Wäre natürlich gut, wenn wir das im nächsten Monat, im September, ausbringen können. Wobei ja da auch die Traubenernte ansteht. Was habe ich in der Zwischenzeit getan? Also ich habe mal hier ein bisschen Kalk eingekauft. Und zwar habe ich 7000 Liter Kalk, 8000 Liter Kalk gekauft, die ich jetzt dann ausbringen werde mit dem Kalkstreuer, der mit dem Syntrack zusammengekommen ist. Und daher würde ich sagen, wir legen gleich los, damit nicht mehr Zeit ins Land geht. Würden wir hier einsteigen, das Element abbauen und dann den Kalkstreuer holen. So. Im heutigen Kapitel werden wir wieder ein bisschen mehr auf die Gegend eingehen, ein bisschen Informationen zu bekommen. Was ist eigentlich Castilla-La Mancha? Was wird angebaut hier? Hauptsächlich gibt es geschützte Produkte, die regionsgebunden geschützt sind, also so wie ein DOC oder ein AOC. Das werden wir uns dann ein bisschen genauer angucken, während wir dann hier unten das Feld bearbeiten. Das mal runterlassen, damit wir da runterkommen. Und das ist ja das Schöne an diesem Track, dass man da die Beweglichkeit hat, die man braucht. So, jetzt haben wir das wieder korrekt eingestellt. Das heißt, wir gehen mal Kalk laden und fahren dann mal runter und gucken, wie das geht mit diesem Gerät hier. Das ist ja ein Test. Machen wir hier hinten mal auf. Dann fahren wir mal hier hin und füllen das mal auf. Dann gehen wir runter und gucken, wie wir das machen werden, ob das geht, wie das geht, ob das so in Ordnung ist. So. 3000 Liter passen hier rein. Dann würde ich mal sagen, geht's los. Okay, werden wir einfach ein Auge halten darauf, wie der Füllstand ist. Und derweil werden wir mal ein bisschen auf die Gegend eingehen. Die weitläufige Region Castilla-La Mancha gehört zu der Hochebene im spanischen Inland, die als Meseta Castellana bekannt ist. Hier wird vor allem extensiver, bisweilen industrieller Anbau betrieben. Diese Gegend ist im Wesentlichen eine ausgedehnte Ebene, wenngleich sie auch gebirgige Abschnitte wie die Cordillera Central im Norden, das Sistema Iberico im Nordwesten, die Sierra Morena und die Toledo im Süden aufweist. Castilla-La Mancha hat drei Nationalparks und mehrere landschaftlich interessante Naturräume. Derweil ist es schon wieder Zeit, dass ich nachfüllen muss hier. Wir machen natürlich nachher gleich weiter mit dem Überblick. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier zweimal nachtanken gehen dann. 3000 Liter ist halt nicht sehr groß, das Volumen.
Es wäre schön, wenn man das auf 5.000 oder 6.000 Liter erweitern könnte. Aber nichtdestotrotz wäre hier wahrscheinlich jetzt ein Überladewagen zu holen für dieses kleine Feld wahrscheinlich ein bisschen Overkill. Deswegen beißen wir hier in die saure Olive oder den sauren Apfel und fahren hier ein paar Mal hin und her. Ist ja nicht weit weg zum Glück. So, dann fahren wir kurz runter und dann geht's gleich weiter. Das mediterrane Klima mit kontinentalen Einflüssen ist durch geringe Niederschläge und im Winter kühle und im Sommer warme Temperaturen geprägt. Die späten Frosteinbrüche im Frühling sind ein Handicap für die Obstproduktion. Aber es gibt kleine Bereiche wie El Bierzo, die Täler von Salamanca, Ávila, Toledo oder Burgos, deren eigenes Mikroklima den Anbau auf lokaler Ebene zulässt. In Kastilien-La Mancha wird ein Anbau auf unbewässertem Land und mit wenig Modernisierungen betrieben, der trotzdem auf Landesebene relativ bedeutend ist. In Kastilien-La Mancha werden in erster Linie Safran, Zwiebeln, Auberginen, Champignons, Knoblauch, Wein und Oliven angebaut. Sie sind von großer gesellschaftlicher Bedeutung und schaffen wichtige Arbeitsplätze auf dem Land. In den letzten 12 Jahren hat die Einführung von Bewässerungstechnologien einen spürbaren Zuwachs der Produktion hervorgerufen und diese teilweise auf das Doppelte ansteigen lassen. Dieser Wandel ist jedoch räumlich stark an die wichtigsten Wasserschichten in Albacete und Ciudad Real gebunden. An Produktebezeichnungen sind in Castilla-La Mancha die geschützten geografischen Angaben Ajo Morado de las Pedroneras, also Knoblauch, Berenjena de Almagro, Aubergine und Melon de la Mancha, Honigmelonen, registriert. Die jüngst gegründete Zwiebelerzeugervereinigung Productores de Cebolla de Castilla-La Mancha hat sich die Anerkennung der Ursprungsbezeichnung Cebolla de la Mancha für ihre Produkte zum Ziel gesetzt. Ajo Morado de las Pedroneras bezeichnet eine autochthone Knoblauchsorte, die vor allem in der Gegend um Cuenca de la Mancha angebaut wird, obwohl sie in den letzten Jahren auch in anderen Provinzen wie Albacete eingeführt wurde. Sie zeichnet sich neben ihrer lila Färbung durch ihren starken Geruch, ihre Schärfe und ihre mittlere Größe mit 8 bis 10 sichelförmigen Zinken mit weiß-gelblichem Fleisch aus. Seit 2001 wird diese Sorte durch die geschützte geografische Angabe Ajo Morado de las Pedroneras geschützt, unter die die Knoblauchproduktion aus 225 Kreisen in La Mancha, Mancha, Mancha Alta, Mancha Baja, Manchuela und Centro fällt. Okay, das heißt, wir müssen nochmal hinfahren, nochmal abholen fahren. Ich hoffe, 2000 Liter würden dann reichen. Jetzt sind es nämlich schon 6000 Liter, die auf dem Feld sind. Wird man nochmal hochfahren, dann wird man gucken. Ja, das muss halt einfach dann irgendwie reichen, hoffentlich. Also ich muss sagen, dieser Knoblauch, der wirklich aus der Mancha kommt, wie wir gehört haben, der Ajo Morado de las Pedroneras, ist tatsächlich sehr, sehr, sehr lecker. Also sehr stark im Geruch, ist super gut zum Kochen, wenn man einen starken Knoblauchgeschmack möchte. Also Knoblauch gehört ja in Spanien eigentlich in jedes Gericht mit rein. Also das ist ein Hauptbestandteil des der spanischen Küche, ist der Knoblauch, so wie auch die Zwiebel. Und wir haben es kurz gehört, Safran ist auch einer der der Produkte, die hergestellt oder produziert werden oder angebaut werden. Und Safran ist ja auch einer dieser Gewürze. Im Prinzip war es
in Spanien sehr große Bedeutung hat. Also es gibt kaum eine Paella, wo kein Safran damit dabei ist. Und Safran ist ja auch ein natürlicher Geschmacksverstärker. Deswegen ist ja Safran auch sehr beliebt. Auch in Italien wird ja Safran sehr oft eingesetzt, gerade beim Risotto. Und macht sich natürlich einfach auch optisch gut. Die Farbe, die gelbliche Farbe, ist halt immer etwas sehr Schönes auf dem Teller. Die geschützte geografische Angabe GGA Berenjena de Almagro wurde 1995 erteilt und umfasst die Produktion einer autochthonen Auberginensorte, die aus der Auslese der Erzeuger der Gegend um Almagro hervorging und seit Urzeiten in den Ortskreisen Aldea del Rey, Almagro, Bolaños, Calzar und so weiter und so fort rund in der Provinz Ciudad Real angebaut wird. Sie wird zwischen Juli und November in mehreren Etappen geerntet, zwischen denen das Land bewässert wird. Die Almagro-Auberginen sind in drei verschiedenen Formen erhältlich, angemacht, mit Paprikasoße gefüllt und in Stückchen. Okay, wunderbar, das hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Wir haben gebraucht 7252 Liter Kalk. Ich möchte mir das kurz in der Bilanz anschauen. Das machen wir gleich, wenn wir oben sind. Möchte ich mir das kurz angucken, wie viel wir eingespart haben durch dieses Precision Farming Tool. Ob wir exakt genug gefahren sind, dass wir etwas einsparen konnten. Das werden wir dann natürlich gleich analysieren. Des Weiteren werde ich natürlich jetzt dann zum Shop runtergehen müssen. Ich muss mir einen Frontmulcher holen und einen Grubber. Und möchte das eigentlich in einem Arbeitsdurchgang hinkriegen. Daher würde ich jetzt dann gleich den anderen Syntrack nehmen, weil ich will vorne definitiv etwas anderes anhängen. Ich will vorne dieses gelenkte Anbauadapter benutzen, damit ich besser um die Kurve komme mit dem Mulcher. Und hinten werde ich Standard bleiben und deswegen werde ich jetzt einfach mal gleich das Gerät dann wechseln. Ich bleibe gleich hier drin. Ich werde das gleich hier raus machen. Ich werde jetzt hier vorne abhängen. Okay, wunderbar. Das heißt, ich nehme jetzt hier vorne ein gelenktes Adapterteil dran. Und hinten bleibe ich Standard. Wir machen weiter mit dem Überblick über die Gegend und da geht's weiter mit die Melonen aus La Mancha sind besonders wichtig. Castilla-La Mancha widmet rund 13.637 Hektar dem Melonenanbau, was ca. 37% der Landesproduktion und 35% der Gesamtfläche entspricht. Die Melonen werden in der Region La Mancha im Nordosten der Provinz Ciudad Real angebaut, verarbeitet und abgepackt. Im Mai 2003 gründeten mehrere Genossenschaften einen Verband zur Förderung der Melone aus La Mancha und der aktuellen geschützten geografischen Angabe Melon de La Mancha. Der Aufsichtsrat gewährte die Marke der GGA für die Saccharius Melonen der autochthonen
Sorten Pignonnet und Piel de Sapo, die sich durch ihre ovale Form auszeichnen. Sie können eine glatte oder raue Schale haben, die längliche Kratzer unterschiedliche Stärke aufweist. Die Schale dieser Melonen sind zumeist grün mit dunklen Flecken mittlerer Größe, die gleichmäßig verteilt sind. Bei reifen Melonen wird sie gelblich, das Fruchtfleisch ist weiß und in der Mitte ausgehöhlt, dort sitzen die orangefarbenen Kerne. Okay, so, dann schauen wir uns mal an, was wir einkaufen werden. Und zwar will ich einen Mulcher haben. Und zwar kommt hier nur dieser in Frage, weil ich den vorne anhängen kann. Und dann einen Grubber für hinten. Und zwar nehme ich hier den kleinen 13 Zinken Grubber. Das ist der hier. Dann nehme ich den hier. Der ist günstig und scheint in Ordnung zu sein. Okay, dann schauen wir mal. Okay, so geht das in Ordnung. Ich hätte mir ein bisschen mehr Bodenfreiheit gewünscht, aber wie ist es nochmal? Das Leben ist ja kein Wunschkonzert, vor allem nicht hier. Ah, ich denke, das geht ganz in Ordnung. Und wie schon vorhin angekündigt gehabt, nennenswert ist in der Gegend weiter der Safran de la Mancha, der die Landschaft mit seinen rosafarbenen Blüten, Safranrosen, im Oktober und November in ein warmes, buntes Meer verwandelt. Dieses Zwiebelgewächs ist Teil des historischen und kulturellen Erbes der Region. Das Gewürz Safran wird aus den Blütennarben hergestellt. Der Aufsichtsrat schützt die Produktion der Landstriche der Mancha in den Provinzen Toledo, Cuenca, Ciudad Real und Albacete. La Mancha Safran strömt einen starken, exotischen Duft aus und schmeckt leicht bitter, was ihn zu einem natürlichen Geschmacksverstärker macht. Der tiefe Aromen hervorhebt und in vielen Rezepten der spanischen Küche, insbesondere der Mancha, einen festen Platz hat. In diesem Zusammenhang ist auch die Paprikaproduktion für süßes Paprikapulver zu nennen. Die besten Sorten dafür sind Ocal und Agridulce de la Vera. Die hölzernen Produktionen wie Wein und Oliven sind äußerst bedeutend für diese Gegend. Beide sind Grundpfeiler der regionalen Wirtschaft. Die mehr als 2000 Betriebe und über 250 Genossenschaften, die auf weiten Flächen einen ganzen Industrie- und Dienstleistungssektor hervorbringen, binden die Bevölkerung an die großen Produktionsgebiete. So, jetzt will ich hier mal testen, wie sich das vordere Teil, das Lenkteil hier verhält, ob das in Ordnung ist oder ob das noch Verbesserung braucht. Okay, ich werde das jetzt mal runterlassen vorne. Okay, jetzt liegt es unten auf. Das ist in Ordnung. Dann muss ich hinten auch runterlassen. Und hoffe, das geht so in Ordnung. Dann starten wir mal einen Test. Dann gucken wir mal, wie sich das verhält, ob das in Ordnung geht. Ja, das geht ja alles perfekt. Also jetzt haben wir vorne den Mulcher. Muss ich den noch ein bisschen weiter runter machen. Ich glaube, das ist gut. Hinten gucken, wie tief ich gehen kann. Da bin ich noch oberflächlich.
Jetzt noch ein bisschen rein. So, ich glaube, jetzt sieht es nicht schlecht aus. Okay. Das sollte eigentlich ganz gut gehen jetzt. Die umweltschonende Landwirtschaft wird in Kastilien-La Mancha immer wichtiger. 2005 machte die Fläche für biologisch kontrollierten Anbau in der Region ca. 8% Spaniens aus. Davon fallen rund 14.000 Hektar auf den Anbau von Getreide und Ähnlichem, 8.622 Hektar auf Olivenhaine und knappe 5.000 Hektar auf Rebstöcke. Nach den Angaben des Landwirtschaftsministeriums für 2005 gab es in Kastilien-La Mancha insgesamt 76 ökologische Landwirtschaftsbetriebe, insbesondere Oliven- und Weinproduzenten. Ja, ich hoffe, dass dadurch ein bisschen Einblick gewonnen worden ist über die Region, was angebaut wird. Also es ist nicht eine typische Getreideproduktionsstelle, sondern es ist eher auf die Fruchtsorten wie Gemüse, also Gemüsefruchtsorten zurückzuführen. Also wir müssen klar feststellen, dass eigentlich die Aubergine eine Frucht ist, ne, weil ja die Definition der Frucht ist ja darin, dass die Samen, also der Kern, die Samen im Prinzip in der Frucht drin sind. Ne? Das wäre ja bei der Aubergine so gegeben, wie zum Beispiel beim Apfel auch. Natürlich bei den Melonen, die Kerne, bei der Pfirsich, der Kern. Und da ist natürlich die Aubergine genauso eine Frucht eigentlich so gesehen. Ne? Also wie die Gurke, die Zucchini und so weiter. Das sind ja im Prinzip, Paprika ist auch eine Frucht eigentlich. Deswegen also hier wird vor allem natürlich Früchte angebaut im Sinne von der Gemüsesorten. Interessant, es gibt natürlich auch ein bisschen normalen, konventionellen Ackerbau, was Getreide angeht, aber der Schwerpunkt liegt natürlich woanders. Ich würde mal sagen, ich mache hier mal ein bisschen Zeitraffer, ein bisschen Musik drunter und wenn das Feld fertig ist, würden wir dann auch gleich das Kapitel beenden. Ich hoffe, dir hat das Kapitel gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Falls du keine weiteren Kapitel und auch keine anderen Videos auf diesem Kanal verpassen möchtest, dann hol dir doch das kostenfreie Abo ab. Und dann sage ich natürlich ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. Danke und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss und hasta luego.